gab keine Gemarkung, die mehr Steinreiche hatte wie die Mesenicher. Und für den Steinreichtum bekannt, bekam sie den Spottnamen von den umliegenden Dörfern Mesenicher Steinreichskepp. Wenn man früher von Seenheim nach Mesenich gegangen ist, der Mosel entlang, konnte man rechts am Hang ganz große Steinhaufen sehen. Das ist entstanden, als die ersten Weinberge angepflanzt wurden. Der Berg war massiv mit Steinen durchwachsen und da wurden die rausgesammelt und auf sogenannte Lesesteinhaufen oder Steinreich, wie man hier sagt, zusammengetragen. Mesenich hatte ursprünglich 34 davon, sind leider nur noch 9 erhalten. Stein hier ist ja aus dem Devonmeer vor 390 Millionen Jahren und da haben sich halt Abdrücke gebildet von den Muscheln, von Seelilienstängeln und Brachiopoden. Die kann man dann hier finden auch. Steinhaufen, die speichern die Wärme des Tages und geben nachts an die Umgebung ab. Und so entsteht ein einzigartiges Kleinklima, was wärmeliebende Pflanzen und Tiere anlockt, wie jetzt auch Schlingnatter, Eidechsen, Smaragdeidechse. Meine Lieblingspflanze ist der rote Weinbergspfirsich, hat zurzeit halt so pelzig-grauen Schale und innen drin das Fruchtfleisch ist ganz dunkelrot. Das ist eine Besonderheit, die halt nur im Weinbauklima, im milden Klima wächst. Ich als Moselimker freue mich besonders mit der Vielfalt der Pflanzen, die es hier gibt, zu jeder Jahreszeit. Also keine Monokulturen, die, wenn sie verblüht, sie nichts mehr nachkommt, sondern es blüht immer irgendwas. Also für die Biene ist das hier das gelobte Land. Ach, hier ist die Königin auch. Gelb markiert. Also bedeutend ist halt die Bestäubungsleistung der Bienen. Also es gibt die viele Pflanzen, die sind auf die Bestäubungsleistung angewiesen. Und nicht nur die Honigbienen, sondern auch die Wildbienen. Und die Wildbienen sind halt spezialisiert auf einzelne Sorten. Also wenn zum Beispiel eine Wildbiene spezialisiert ist auf roten Mohn, braucht er dafür seine Brut zu ernähren und der Mohn ist nicht mehr da, dann stirbt die Biene und der Mohn kann nicht mehr bestäubt werden. So hat halt jedes einzelne Wildbienchen seine spezielle Aufgabe. Und wenn die Artenvielfalt nachlässt, wird auch die Artenvielfalt von den Wildbienen zurückgehen.